Deshalb benötigen unsere Chiralogramme lokal gespeicherte Daten. Amelie und die anderen Bridges-Mitglieder, die du gesehen hast, sind alle mit lokalen Daten erzeugte Hologramme, falls du das nicht weißt. Du musst nur den Knoten finden, deinen Cupid verbinden und die chirale Kommunikation online bringen. Sobald du ihn mit dem Terminal verbindest, kannst du eine große, zeitlose Datenübertragung mit dem UCA-Netzwerk einleiten. Und so verbindest du uns nicht nur untereinander, sondern auch mit unserer Vergangenheit. All die verlorenen und fragmentierten Daten werden gesammelt und wiederhergestellt. So, als ob man einem Dinosaurierfossil neues Leben einhaucht. Bruh. Schleichwerbung kennen wir nicht. Aber wo wir schon dabei sind, ne? Er genehmigt sich ein, ich genehmige mir ein. Glück, 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 Glück. Er ist mein N, als ob er den jetzt wegätzt. Ätzt, ja, wegäxt, so, das wollte ich sagen. Jesus Christ, wenn ich das machen würde, da wird mein Herz aber im Dreieck springen. Das wird mir bis zum Hals schlagen. Kann er noch eintrinken? Er haut sich ein Liter Energy Drink jetzt einfach mal weg. Holy moly, ich könnte eine Woche nicht durchschlafen, aber wir sind nicht fertig, bevor der Tisch nicht leer ist. Was ein wilder Ritt, aber wenn das Monster Energy erstmal so reinknallt, dann bin ich nicht mehr zu halten. Aber jetzt muss ich natürlich Wasser lassen, aber auch da hat das Spiel mitgedacht, denn man kann tatsächlich sich erleichtern. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man sein Revier markiert, à la Streunerart, und kein anderer sich wagt, dein Revier streitig zu machen. Wir lassen kurz hier die 500 Milliliter raus und dann zeige ich euch jetzt mal, man kann nämlich... Wollte das? Aber das geht, jawohl. Man kann hier ein Schild aufstellen, Pinkeln verboten. Oh, geil. Oh, der Pilz wächst schon. Muss ja richtig giftig sein, was ich da rausgelassen habe, aber work done. Taxen wir doch hier jetzt mal den Berg hoch. Jit. Oh, 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 voll auf den Hosen, Baby. Oh nein, das Baby schreit. Oh mein Gott, das Baby kann schreien. Was nun? Bibi beruhigen. Ach du Heilige, was ist das schon wieder für eine Kommunikation? Krieg ich das hin? Psst. Nicht so laut. Mensch, wir sind hier im Feindesgebiet. Ja, genau, ruf du auch nochmal in die Wildnis. Falsche Taste. Wie mache ich das jetzt? Warum geht das nicht? Ich mach das. Okay. So. Und nun? Hin und her bewegen. Warum geht das nicht? Mach das doch, wie es da steht. So. Ah, jetzt nimmt er die ab. Oh, komm, beruhig dich, Baby. So beruhigt man Babys. Man schüttelt sie einfach. Als ob sie in den Mixer kam. Also, wenn ich was kann, dann auf jeden Fall mit Babys. Ich glaube, aus der Pose komme ich nicht mehr hoch. Guck mal, was der schleppen muss. Oh, mein Rücken! Wenn das mein Physiotherapeut sieht, das gibt einen Bandscheibenvorfall. Guckt euch an, wie viele Kisten der da tragen muss. Packesel 4.0.